Ein alter Mann mit einem Kawaii-Shirt. So. Kawaii, ey, ach, warum nicht? Und der Sturmhaub. Boah, ich hab... Was mache ich hier gerade? Ich habe hier irgendwie Lootbude. Kann mal bitte das Chatfenster ausgehen? Danke. Behält da ein Auge, auf den du möchtest, okay? Hört ihr eigentlich meine Türklingel im Hintergrund? Was passiert hier gerade? Gott sei Dank. Meine kommt mir aber auch sehr laut vor. Den da. Das kann welcher. Verliererpose auf Einschlag vorbereiten. Okay. Ich habe jetzt hier mit irgendwie so einem Typen gegambelt. Ja, habe ich super gesehen. Ja, die Lootbude. Ja, ich wollte gerade gucken, wo ich dann meinen Typen umkleiden kann. Das ist im im Profil. Im Puff. Ja, Puff. Ja, viel Spaß. Yeah, ich renne ohne Shirt rum. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal irgendwelche Punkte zum Ausgeben, ne? Renn ich Standard? Ne, ich renne ohne Shirt rum. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Fatty. Ey! Ohne Hemd? Der hat das nicht gewagt. Eins von diesen Typen. So. Der eine Typ, der kann ja ohne Hemd rumrennen. Ich bin mal gespannt, wie viel Zahnpasta ich morgen auf meine Türklinke habe. Scotty, du bist noch nicht in die Gruppe reingetreten, ne? Das war so eklig. Ja, das Schlimmste ist, das ist bei mir schon Ewigkeit her, aber ich hatte... Oh, Kitty! Was? Ich hatte irgendwie Arbeit, wollte eigentlich... Stimmt, das war zu meiner Bodenwege aus... Ach du heilige Scheiße, ist das lange her. Guten Abend, Sturmfliege! Hi, Sturmfliege! Happy Nightmare Night! Ja, 6 Uhr morgens, wollte gerade aus dem Haus Nightmare auf Night, zur was? Arbeit. Ja, und Nightmare das Night. Erste... in My Little Pony nennt man Halloween nicht Halloween, sondern Nightmare Night. Ah, Spiel gefunden. Okay. Nice. Viel Glück. Ja, jedenfalls. Ich hole mir meine Flasche zu trinken, gehen, schnell. Mach die Wohnungstür zu und auf einmal ist meine Hand in Zahnpasta. Komplett. Geht. Dachte ich mir auch. Und dann war das nicht mal so eine normale Minze. Nein, das war so eine komische, so, durchsichtig blaue mit Glitter drin. Das war. Ja, wie war der Tag, Atompflege? Oh, ja. Bei mir haben sie es richtig ins Schloss reingemacht, sodass ich nicht mehr abschließen konnte. Warte, Atomfliege? Ach, Grüße an Atomfliege gehen raus. Einen Moment. Und Anzeige auch. Nee, keine Anzeige. Nee, wir sind hier nicht beim Lord. Was? Und keine Angst, nein, ich meine dich. Ich muss euch mal kurz jemanden vorstellen. Stell vor. Aber es kommt nichts. Warte. Ja, Patty hat schon angedeutet. Oh, will gerade nicht. Kitty Cut. Einfach lass. Sag was. Will einfach nicht reden heute. Ist doch nicht schlimm. Streichel für mich. Ich liebe Katzen. Natürlich, mach ich. Und natürlich Scorgy nicht hier Stream snipen, ne? Ja. Ich auch. Oh mein Gott, ich muss das Spiel erstmal viel leiser machen. Und auch für alle, die hier gerade sind, nicht Stream-Snipen. Keine Sorge, ich werde kein Wort... Wie soll man ein Spiel kommentieren, wenn man nicht Stream-Snipen darf? Ich kann nicht mal, durch die Zeitversetzung wäre das zu doof. Ja gut, im Endeffekt schon, aber ja, es ist ja nicht so schlimm. Ich kann nur alles nacherzählen. Nachvertonung ist doch auch was Tolles. Ja. Na gut, wenn da irgendwie... Witzgummibärchen! 20 Sekunden später sagst du irgendwie, cool, du hast dich verwandelt. Was habe ich an? Man muss ja nichts cool, sagen. Cool, du hast das grüne Ding ausgeschaltet. Ich habe gerade ein Gegenmittel gekriegt, ja. Gegenmittel, nice. Ja, ne, man bekommt ja halt Items, wenn man diese Mini-Aufgaben löst. Oh, hier gäbe es eine Shotgun. Gäb's. Moment, wenn ich schnell genug bin. Witzig ist, ich habe einen Kumpel. Kannst du es nicht austricksen? Ich weiß. Was? Kumpel? Aber ich komme mal der, zur der Hilfe. Der Englisch nicht richtig kann, der sagte, der machte immer ganz komische Wörter daraus. Aus der Shotgun machte zum Beispiel eine Shotgun. Ein GG-Mittel, genau. Weil, naja, Doppel-U wird ja im Englischen eigentlich als U ausgesprochen und deswegen dachte er es, okay, es wird vielleicht der Shotgun. Mr. McBlah. Ich habe aber auch mit einigen Wörtern meine Probleme. Hypotenuse. Auch ein schönes Wort. Desoxyribonukleinsäure, mein Lieblingswort. Nitrogencarbonat. Ein schwieriges Wort würde mir jetzt nicht einfallen. Wusstlich hier. Oh, Sicherung. Politik. Bitte und danke. Das sind für manche offenbar wirklich sehr schwere Worte. Das ist wahr, das ist wie komme ich da hoch?
Na gut, bitte und danke. Ich glaube, entschuldigen Sie mal. Ja, oh mein Gott, Alter, das ganz ist auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, entschuldigen Sie bitte, ist auch so Halloween-technisch das Schlimmste, was man sagen kann. Ja, kommt nicht. Oder mal, können Sie mal bitte Platz machen? Das ist die letzte Sicherung. Ich hab's. Jetzt muss ich nur einen Weg nach. Okay. Ist das hier ein Weg? Können Sie mir helfen? 26 Meter. Ich muss woanders hin. War richtig gruselig gerade. Huch! Das war ein heller Blitz. Ist das Licht ja wieder angegangen? Ach du Schande, ich dachte gerade, wäre eine Flashbang hochgegangen. Nee, ist nur, wenn du Lichtschalter drückst. Oder Silent Bang? Keine Ahnung. Bang, bang, bang! Sorry. So, Rüstung angezogen, sehr gut. Jetzt geht's ab hier. Keine Lust da zu helfen. Ich hab eine Tür zugemacht. Hi. Wow, nice, Tür. Hi. Was ist Gott, hier? So viele dämliche Ohrwürmer im Kopf. Welchen gerade aktuell? Okay. Irgendeine spezielle Overworld-Theme von Yoshi's Island. Ich glaube, ich habe versehentlich andauernd Alt gedrückt und da in-game geredet. Ja, das kann passieren. Oh, das passiert mir manchmal bei Forbes, wenn ich Q drücke. Da hat mich gerade einer gescannt. Ja. Der Hulk. Kommt vor. Der Hulk. Nee, das Problem ist nur, wenn ich jetzt anfange, das rumzusummen, dann, ich glaube, das passt nicht so zu Halloween. Und? Ach, oder, oder einige Leute empfinden niedliche Spiele. Ich habe zwei Gegenmittel. Wofür sind die nochmal? Wenn jemand down ist, kannst du ihn wiederholen. Ah, okay, gut. Dann sowas ich eigentlich okay, da will ich nicht oder hin. So ein Scheiß? Das ist irgendein Monster. Wurde da schon jemand gegessen? Nein. Gegessen. Ich glaube, es hörst du. Naja, es hat jemand ganz laut geschrien. Sandwich, nom. Oh Gott. Nein, nicht mich! Das Monster! Nicht mich! Nein, ich hab die Gegenmittel! Okay, das war's dann wohl. Warum sieht der vom Gesicht aus? Diese Mandibeln erinnern mich extrem an Zerglinge. Kannst du meine Leiche looten? Bist du tot? Ja, also ich verblute gerade. Weiß gar nicht, wo du bist. Ich liege auf der Treppe. So, hätte ich jetzt ein Gegenmittel, könnte ich dir helfen. Hab ich aber leider nicht. Gegenmittel, dann nimm das Gegenmittel von ihm. Ich kann ihn nicht looten. Oh, das ist gemein. Das ist das Problem. Ja, du kennst auch Scorchy, sonst hätte er es doch auf jeden Fall gemacht. Ja, gut. Unser persönlicher Looter King. Vorhin auch. Charlie hängt am Haken. Was macht Scorchy? Erstmal Kiste. Ja, das stimmt. Och, scheiße, Freunde retten Blut. So viel Zeit muss sein. Oh, netter Angriff. Oh, du kannst durch Lüftungsschächte. Scheiße, spannend. Ich renn jetzt genau dahin, wo ich war. Ah. Mal rein. Und wieder zurück. Und dahin. Mr. McBlass im Chat, das hab ich jetzt nicht gemerkt. Dubidi dubidi, Lüftungsschacht, oh yeah. Sehr schön. Grüße an Mr. McBlass. Ein bekanntes Gesicht. Ja. Yeah. Hm, bitte? Oh Mann. Die wurden gerade liebe Grüße bestellt, Mr. McBlass. Ist denn jetzt alles weg? Wenn alles weg ist, kannst du. Ja, deine Sachen. Zur Not esst ihr einfach den Rest. Mhm. Ja, ich mag die Gummidinger nicht, deswegen. Ja, das habe ich schon gehört, aber wieso? Warum nicht? Warum nicht? Warum ich den nicht mag, oder? McBlah, er hat dich erkannt. Ganz einfach. Oh nein, ich war eines der Monster. Ja, warst du. Hast du mich gefressen? Nein. Ich stand oben, als du gefressen wurdest. Ah ja, stimmt. So. Ich hab Ansehen bekommen. Scorgy loben. Ja, boy. Was ist das denn für ein Emote oder Bild oder... Von Radratte.
Ja, ein anderer Streamer, den ich sehr gerne mag. Der ist toll. Oh, ja, danke, Halloween Token. Danke nochmal fürs Zeigen, aber ja. Ja, Radratte ist heute, toll. Heute geht's um Faili und die und nicht um irgendwelche anderen Streamer. Und Scorchy. Das klang so, als wäre ich irgendwer sehr Berühmtes. Das hat mich verwirrt. Na und? Hey, in meinem Stream warst du berüchtigt mit deinem Pokémon-Kochbuch. Pokémon-Kochbuch? Ja, er hat immer, wenn wir Pokémon gespielt haben und die draufgegangen sind, hat er immer gefragt, kann ich die kochen? Da hat er immer irgendwelche Rezepte erfunden. Und ich warte bis heute auf dieses Kochbuch. Na, dann muss es aber schnell rauskommen. Und er hat Leute mit Brot beworfen. Oh, mach weniger Geräusche, wenn du Blut trinkst. Das Witzige ist, ich kenne einen YouTuber, der kocht irgendwie alles nach, was in Videospielen irgendwie mal vorgekommen ist. Und deswegen, ganz ehrlich, so ein Pokémon-Kochbuch, das wäre mal interessant. Na, ich habe jemanden gesehen, der hat Getränke nachgemacht aus Serien und sowas alles. Und da haben sie zum Beispiel auch den Muntermacher aus Zurück in die Zukunft 3 gemacht. Sah nach einem sehr interessanten Getränk aus. Interessant. Ich kenne jemanden, der hat versucht, einen Estus, so ein Estus aus Dark Souls nachzubauen. Genau, den hat er auch gemacht. Ich habe gerade überlegt, was noch war. Ja, dann wollte ich gerade sagen, dann haben wir den gleichen gesehen, weil genau. Der hat halt eine Kürbissuppe draus gemacht und boah, sah die gut aus. So ungefähr, wollte ich gleich mal nachkochen, aber... Beziehungsweise, du hast bei Kochen... Nee, ich war wirklich bei Getränk. Also, nicht ganz der gleiche vermutlich, aber ich glaube, dein Video habe ich auch gesehen, was du meinst. Wir spielen die ganze Zeit auf englischen Servern, fällt mir gerade ein. Einfach weil da die meisten Spieler sind. Ich hatte eigentlich auf Deutschland gestellt, aber egal. Naja, es war kein Kochbuch mit Rezepten, die aussehen wie Pokémon, sondern Rezepte aus Pokémon-Leichenüberresten. Ja, das ist doch schön. Ich meine, was gibt's Besseres als so ein schönes Carpador-Sashimi? Oh, Miltang-Steak. Oh, lecker. Yum, yum. Ja, da gab's, glaube ich, schon sehr, sehr interessante Sachen, die dabei rumgekommen sind damals. Theoretisch müsste man sich die ganzen alten Livestream-Aufzeichnungen, die ich halt auf meinen alten Platten wirklich noch habe, angucken und dann irgendwie das alles mal zusammenschreiben und dann mal gucken. Entweder das oder man macht einfach ein Spätzle draus und schneidet es nochmal richtig zusammen. Genau, ja, das wäre doch mal was. Ja, ja. Aber weißt du, wie viele Stunden Streams das sind? Ich habe damals fast täglich gestreamt. Und die Zeit hast du doch. Ja, nimm dir die Zeit natürlich einfach. Dann komme ich aber mit Versus-Mode nicht voran. Das ist wohl wahr. Wann kommt denn da endlich mal das nächste, huh? Es gibt Kochbücher mit Gerichten, die wie Pokémon aussehen sollen, aber die sind nun ja nur so semi-gut. wann kommt das nächste? Ich habe wirklich mich gestern rangesetzt und für sämtliche Folgen alles ausjustiert, was Ton, Bild und sowas alles angeht. Das heißt, jetzt fehlen nur noch wirklich die spezifischen Anfangs- und Endpunkte, die Texte und halt noch irgendwelche anderen Sachen, die ich mit einbaue, Effekte und Einblendungen und bla. Also, es geht voran. Es geht voran. Deswegen meine ich, ich habe mittlerweile für mich eine Struktur hier in mein Leben reingekriegt. Ja, ich wünschte, ich hätte sie. Soll ich dir sagen, wie ich es gemacht habe? Bitte her damit. Ich habe wirklich einfach nur angefangen, mir aufzuschreiben, wann ich was mache. Ich habe aufgeschrieben, so und so aufgewacht, so und so gegessen und sowas. Und einfach, um mir vor Augen zu führen, wie ich meine Tagesstruktur irgendwie so durchlebe. Und dementsprechend habe ich das dann angepasst, wo es dann halt nicht so hingehauen hat und so weiter und so fort. Und ich gucke viel weniger YouTube. Ich habe viel zu viel YouTube geguckt. Ich habe in meine Wiedergabezeit geguckt und der hat mir gesagt, dass ich über die eine Woche über 70 Stunden an YouTube gesessen habe. Und das war mir zu viel. Und dann habe ich halt einen Cut gemacht und habe am nächsten Tag nur noch 13 Minuten geguckt. und dafür gearbeitet. Naja, bei mir, so einen Plan hatte ich schon. Das Problem ist nur, der funktioniert bei mir irgendwie leider nicht. Also, beziehungsweise ich keine Ahnung. Du hast Time-Tracking gemacht. Genau. Ich wusste nur nicht, dass das ein Wort hat. Ich habe einfach mir ein Notizbuch geholt und angefangen, so Sachen niederzuschreiben. Ja, nicht. Ja gut, ich versuche sowieso auf. Bei was geht es voran? Bei Versus Mode. Das ist der sucht noch. Das ist eine Videoreihe, die wir bei 5-Stück Games angefangen haben, wo wir so wie bei den Rocket Beans Royal Beef spielen. Das bedeutet, wir spielen halt 12 Spiele und für jedes Spiel gibt es halt dann Punkte. Also wir haben zu dritt gegeneinander gespielt
Und wir spielen immer Spiele, wo man halt gewinnen und verlieren kann. Und das heißt, der Gewinner kriegt 3 Punkte, der zweite 2 und der letzte, der Verlierer, halt 1 Punkt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat am Ende der Folgen, der gewinnt ganz Versus Mode und ist dann der Versus Mode Champion. Juhu! Und die erste Staffel ist ja schon davon komplett gelaufen und an der zweiten sitze ich halt jetzt an der Bearbeitung. Die Aufnahmen davon haben vor über 2 Jahren angefangen. Oder vor fast 2 Jahren. Die letzte Folge haben wir vor über 1 Jahr aufgenommen. Das ist ja nicht mal ein langwieriges Projekt. Ja, ich hab mich einfach nicht rangesetzt, um es zu machen, um es zu bearbeiten. Zum einen wegen meiner Ausbildung erst und zum anderen, weil ich jetzt erstmal wieder meinen Rhythmus reinkriegen musste. Aber jetzt läuft's zurzeit. Ich fühle mich immer noch wie ein schrecklicher Editor, weil ich so viele Leute... Ach. Lief. Apropos, wie sieht's aus? Where am I? Ja, das ist deswegen die Enttäuschung. Welcome. Oh, erstmal Gummibärchen essen. Hey, und Amy's Kürbis ist im Fernsehen. Ich habe leider nur gefüllte Waffeln. Oh, lecker. Ist deine Ausbildung mittlerweile eigentlich abgeschlossen? Jep, ich bin mittlerweile ausgebildeter Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Klatsch, 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 klatsch. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, nee, ich bin letztes schon seit 1 Jahr aus meiner Ausbildung raus und ich finde, ich werde nicht unterstützt und finde nichts. Ja, bei mir läuft es aber zurzeit auch nicht. Aber zurzeit findest du auch fast keine Stellen. Also das ist bei Mediengestalter zurzeit sehr abgeäppt. Also ich sag mal so, bei mir, die suchen alle. Das Problem ist nur, die wollen 20 Jahre alte Leute, die 30 Jahre Berufserfahrung haben, plus 7 Jahre Ausbildung. Und Lebenszeit an Erfahrung. Und das habe ich halt. Das kann ich halt einfach nicht vorweisen und deswegen sagen. Na gut, das kommt ja dann noch dazu, ja. Das ist dann noch die andere Sache. Also bei den Sachen, wo ich mich dann potenziell bewerben kann, da werde ich halt bisher abgelehnt oder wurde ich bisher abgelehnt. Was ich bei dir eigentlich gar nicht verstehen kann. Ich meine, du bist gerade frisch aus der Ausbildung raus, du bist im Arbeitslauf drin. Ja, aber keine Berufserfahrung bisher. Also, ist ja egal, dafür bist du halt immer noch frisch und formbar. Ha. Ja, aber die Leute wollen halt auch immer mindestens 1 Jahr Berufserfahrung, wenn nicht sogar wesentlich mehr. Bullshit. Und das ist das Problem. Bullshit. Hast du mal geguckt wegen einem Praktikum, wo du vielleicht übernommen werden kannst? Ja, das wollen die von der Agentur für Arbeit aber nicht so unbedingt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ich kenne das. Was für eine Ausbildung hast du denn also, Komod, also Masé? Der Komod ist der dich gegrüßt hat, der Masé Kasurame. Ja, sag einfach Alex. Ja, Alex geht auch. Masé, mir egal. Ist alles okay. Ich bin ausgelernter Systemelektroniker, Fachrichtung Systemelektroniker. Nein, Monster! Frisst mich, ich bin tot. So viel dazu, wa? Oh ja, hier. Nein! Hier? Vor mir? Warum ist hier niemand? Bin tot. Die Map ist so scheiße dunkel. What the hell? Ich glaube, ich habe schon wieder ständig auf Alt gedrückt und die ganze Zeit gequatscht in Game. Oh Mann. Sorry, bin wieder da, musste was machen. Okay, ich hab sie wieder aufgehoben. Willkommen auch zurück, Amy. Vielen Dank, vielen Dank. Wen spiel ich denn gerade? Mann, es gibt doch noch 2. Amy, du hast verpasst. Ich hab deinen Kürbis im Fernsehen gefunden. Wo ist denn das Ding? Oben. Achso, hier hoch. Hä? Was denn? War hier unten nicht noch was? Okay. So. Hab ihn. Los, nächste Etage, komm. Wen hab ich eigentlich vorhin aufgehoben? Mich. Achso. Okay, Lord. Vielen Dank nochmal. Jojo, kein Ding. Nein, als ob. Wäre aber lustig, wenn ja. Hier ist ein Scanner. Ja, da komme ich aber gerade nicht hin. Ah, doch, durch die Tür. Hab einen Tracker. Das Scan. I've got the inspection kit. Okay, ich glaube, so, wer lässt sich gerne scannen? Locker. Kannst du mal bitte mir sagen, wenn ich jetzt scannen soll? Nein, ich wurde schon aufgehoben, also ich bin ja wahrscheinlich sowieso dann confirmed Inno. Okay, dann gucken wir uns mal. Interessant sowieso, dass so viele deutschsprachige Spiele auf den englischen Servern rumspielen. Das ist interessant. Ich habe ja deutsche Server eingestellt. Okay, gut. Da habe ich nichts gesagt. Okay, oder sie sind halt beide, ne? Place the tracker. Ich werde mit. Okay. Okay, das habe ich so gehört. Ich wurde aufgespäht. Erspäht. So rum.
Ah, verdammt, ich hab nicht gesehen, dass du das bist, sorry. Na, abnehmen kannst du mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Na gut, das weißt du wenigstens, aber, wo ich bin. Ja, das wissen aber die Monster dann auch. Ah, wunderbar. Na gut, ich sag mal so, als confirmed halt schon, Heilsender, ja. Ja, das, was ich dir angeklettert habe. Und was war jetzt mit Rachel? Was haben die da gesagt? Rachel ist safe. Achso, okay. Das heißt ja, theoretisch bleibst ja nur noch du und Nina. Der eine von den anderen hat mir aufgehoben, also... Okay. Wer war's? Keine Ahnung. Rachel ist aber tot. Warte, bei dir war... Bei mir war gerade das Monster und hat Rachel gekillt. Ach, scheiße. Ich war leider zu langsam. Und hab keine Muni mehr. 20 Meter. 10, 8, 5, 3. Oh, scheiße, wir müssen da hinten hin. Rachel wurde übrigens vor meinen Augen aufgefressen. Oh, aufgefressen oder getötet? Wenigstens geweint dabei. Naja, getötet. Das heißt, sie ist jetzt... Ah, okay. Die ist jetzt für immer im Himmelreich. Er hätte jetzt eigentlich deine himmlische Stimme kommen müssen. Oh, einfach aus Interesse. Ich kann leider nichts vermitteln. Oh hey, hier ist ein Kid und ich würde dann erstmal Alex. Jo. Now who shall we scan, huh? Er hat jetzt den Scanner bekommen, oder wie? Francis, ja. Okay. Der hat den Scanner. Wobei, eigentlich bleibt er noch, wenn Rachel tot ist, bleibst du eigentlich zum Beispiel nur noch du. Und der andere. Ich bin aber kein Monster. Oder der andere Typ, ja. Ich weiß es nicht. Frag auch nur aus Interesse. Guten Appetit. Aufgefressen, nom nom nom. Ich hab eine Sicherung. Monster! Monster! Bye bye. Moin. Aber mit dem Voice Modulator kann man auch noch ganz andere interessante Sachen machen. Das glaube ich dir. Ja, besonders schön ist. Es ist Alex. Der Panzu. Gib mir meine Hände in die Hüfte. Ich lege meine Hände an die Waffen. War die Halo-Musik. Ach, ja, komm. Alex, ja, du warst jetzt der letzte Überlebende. Ich bin jetzt auch kein super Voice-Talent oder so ein Dreck. Ach, das war aber nicht verkehrt. Naja, ich war, glaube, trotzdem eine Oktave zu tief. Bin mir nicht sicher. Mach mal Lob. Oh, Mann. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich muss in Final Fantasy 14 auch noch Lob sammeln. Ja, nee, ansonsten kann ich meinen Mentor-Status vergessen. Und ich mag es, Mentor zu sein. Nein, die mussten die scheiße Grundregeln. Mentor, the Freshmaker. Ja. Mentor. So, weitermachen oder? Wie sieht's bei der aus, Gorgi? Kann noch. Okay, dann machen wir noch eine Runde. Macht Spaß, Schuss zu gucken. Und Scheiße zu laden. Das freut mich. Ah. Ja, wenn du schon nicht mitmachen magst oder so, dann ja, kannst du ja... Die Frage, was wir noch so quatschen. Im Petto dann haben. Na, wir hätten ja noch jetzt dann Friday the 13th. Ja. Was? Hey, ich frag mich gerade, ob ich es überhaupt habe. Ah. Ja, hast du. Ah, stimmt, das haben wir... Ach, das yeah. Hatten wir uns alle für letztes Jahr geholt. Weil das irgendwie sehr günstig gewesen ist. Ich glaube, das war irgendwie 7 Euro oder sowas. Und ich... Weiß gar nicht. Immer noch so günstig? Ich erinnere. Ich glaube nicht, das war letztes Jahr irgendwann. Kannst ja mal gucken. Ob es immer noch so günstig ist, zu finden irgendwo ist. Nee, nur auf Englisch, ja, nicht Freitag der 13. Ah, zock doch Englisch, bis Mitternacht. Okay. Ah, ich sehe es, 8 Euro noch was. Echt? Ja. Wow. Tatsache. Oder ist das der generelle Preis dafür mittlerweile? Scheint der generelle zu sein. Wow. Weil hier gibt es ja auch ganz viele Packs, ne, oder Packs dazu. Mhm. Das ist nur Kosmetik, das ist egal. Genau, das ist rausgeschmissenes Geld im Endeffekt.
Okay. Das ist 50%. Lootboxen. Ach so, Angebot endet in 21 Stunden. Also ist Angebot. Ja, genau. Ich glaube, sonst ist es doch irgendwie bei, was war das immer, 38 Euro oder so? Oder ist es mittlerweile günstiger geworden? Und auf jeden Fall viel zu teuer. Ist das Spiel schwer? Je nachdem halt, ne? Wir haben's ein bisschen jetzt, wie Dead by Daylight? Ja, man könnte sagen, ähnlich wie Dead by Daylight, du rennst halt vor Jason weg? Ja. Ja, genau. Jason Voorhees, genau. Richtig. Mein Kopf wollte gerade, warum auch immer, Mike Myers sagen. Deswegen, das war so, der verbindet, manchmal verwechselt der die, warum auch immer. Muss man da auch bestimmte Dinge machen? Ja. Ja. Du musst entweder ein Auto flott machen. Richtig. Ein Boot. Richtig. Oder ein Telefon flott kriegen und 5 Minuten warten, bis die Polizei da ist und dann zur Polizei rennen. Oder man macht es noch besser und man macht einfach den Bösewicht fertig. Aber das ist so convoluted, dass, ja. Das ist mega schwer. Da muss erstmal einer sterben und wieder zurückkommen. Und dann mit der Shotgun irgendwas und irgendwie was mit einem Pullover und irgendeiner Hütte. Irgendwas mit einem Pullover. Wie im Film halt, wa? Das ist halt der Pullover der Mutter und so weiter. Aber genau. Im Film habe ich, glaube ich, nie wirklich durchgängig geguckt. Ich habe den noch komplett gar nicht. Also keinen von den ganzen Filmen. Ey, das kann man auf unsere Liste schreiben, wenn du willst. Ich kenne alle geguckt. Ich kenne nur das NES-Spiel davon. Und boah, war das schwer. Das, was AVGN gezeigt hatte, ne? Genau das. Und gesagt, das wollte er jetzt spielen, ja? Nee, wir spielen erstmal noch eine Runde Deceit, aber danach theoretisch. Was für Filme, die, wie heißen die denn? Ja, hol ich mir jetzt. Die Jason-Filme. Ah ja, Freitag der 13. Mitspieler! Und das spielst du jetzt, kaufst du jetzt und machst dann mit, ja? Ja, ich kauf's jetzt. Oh, was für Filme? Cool. Freitag der 13. Ja, Freitag der 13. natürlich, klar. Amy, das Spiel gibt's für die Switch, ja, aber ich würde es für die Switch vielleicht nicht unbedingt so empfehlen, glaube ich. Weil. Ja, ich hab Faileys Chat geklaut. Ich hab den mitnehmen dran. Ach, deinen eigenen hast du jetzt nicht mehr oder hast du beide? Ich hab beide. Ah, sehr nice. Nett. Also, sollte ich vielleicht Marplex auch so machen. War kurz drinne, aber ja, genau, ist schon wieder der abgehauen. Ist jetzt wieder weg, ja. Und er ist nicht Zuschauer. Mal kurz zu mir rein, um mir zu folgen. Oh. Kann ich anmeckern? Ich habe halt extra ein Alert gesetzt und sowas alles und jetzt passiert halt einfach, was das angeht, nicht so viel. Aber gut, das ist der erste. Kann ich sogar testen. Kurz. Funktioniert das eigentlich, wenn ich, Moment. Wenn du mir entfolgst und wieder folgst, ja. Ja, ich probier's gerade. Oh, warum ist denn der Name so komplett off-center da unten? Oh. Musst du mal bei mir versuchen. Also ich hab da was Spezielles gemacht. Ah, okay, das ist nicht schön. Ihr seid doch alle doof. Alle entfolgt und wieder gefolgt, extra damit der Alert ein paar Mal kommt. Dankeschön. Ich hab euch auch. Bei dir machen es wenigstens Leute. Ich hab keine dafür. Sorry, ich hab deinen Stream gerade nicht an. Ich hab's nicht gemacht. Warte, ich hol's mal eben nach. warte, Moment. Weil das Problem ist, ich benutze halt zum Gucken die Twitch-App, weil die ein bisschen stabiler läuft als die Webseite. Und, Aber wir haben ein paar neue Follower. Maseka Surame, Amy Amanda 01 und Yu-Chan. Dankeschön fürs Folgen. Hier ist euer Handherz. I got a shoutout. Das gute alte Handherz mit Hirschgeweih. Handherz mit Hirschgeweih. Ja, das habe ich früher immer so gemacht und das wurde dann irgendwann das Krüppelhandherz mit Hirschgeweih genannt. Das Krüppel habe ich jetzt mal weggenommen und ja, mittlerweile weiß ich, dass man das eher so macht und das besser ist, aber das hier ist der Style aus unseren Streams. Und wenn ich irgendwann mal eventuell Affiliate oder irgendwas bin und wir Emotes haben, dann möchte ich auch ein Herz mit einem Hirschgeweih haben. Nur deswegen. Mal kurz weg. Wir suchen jetzt gerade schon 5 Minuten nach einem Spiel. Ja. Wow. Weil du auf den deutschen Servern suchst. Ja gut, soll ich lieber auf den amerikanischen suchen? Wäre besser. Aber ich kann den Server gerade nicht mehr umstellen. Oben links. Oh, da, danke. Englisch, fertig. Das sollte passen, da sind über 800 Spieler. Ja, aber irgendwie hast du... Bevor du das gesagt hast, schon eine neue Suche irgendwie gestartet. Ja, weil ich vorher nochmal auf Suche gedrückt habe, weil Baum. Achso, okay, Baum. Ja, die Erklärung, wenn alles schief geht. Baum. Ich habe einen Zuschauer. Ja gut, aber ich sehe gerade halt, dass das mit den Followern und irgendwie mit meinem, also der letzte Follower unten, dass das so auf
Center ist und dass das halt nicht mit jedem Namen so klappt. Ah, interessant. Ich hab's bei mir gar nicht drin. Ich muss irgendwann mal dran arbeiten. Ja, ich muss das mal. Das sind Stream-Labels. Wenn du willst, kann ich dann testhalber dir auch folgen, damit du siehst, wie also entfolgen und wieder folgen, damit du siehst, wie groß das ist und alles. Weil da kannst du keinen Test machen. Ich habe jedenfalls keine Testfunktion gefunden. Ja, okay. Gut, da weiß ich, dass ich daran vielleicht noch arbeiten muss. Das Gute ist halt, dass er die Follows, die jetzt reingekommen sind, auch immer speichert und Streamlabs OBS das drin behält. Nett. Ich will nach ausprobieren. Wenn du willst, Amy, kannst du das auch machen. Dann sag dir Scorgi irgendwie über Twitter Bescheid. Ich will mal ausprobieren. Achso. Kannst auch Scorgi entfolgen und wieder folgen. Damit sein Alert gezeigt wird. Geht natürlich auch alles, klar. Oh, wieder da, was habe ich verpasst? Ah, nichts weiter. Wir haben den Server gewechselt auf englische Server bei Deceit und haben uns so ein bisschen über das mit den Alerts unterhalten und dass ich das richtig hässlich finde, dass der mir unten den Follow off-center anzeigt. Also, dass das halt wirklich namensspezifisch ist und ich das nicht vernünftig einstellen kann. Das nervt mich. Ja, ist natürlich doof. Ach, ich muss wahrscheinlich einfach, ich glaube, das kann ich sogar schnell machen. Kann ich ihm nicht einfach sagen, zentriert. Desktop! Fertig. Oh, sorry. Schönes Bild. Nee. Er hat's leider nicht gemacht. Also ich habe jetzt von links bündisch. Auf zentriert gemacht. Das sind immer alles diese bündischen Dörfer. Bild gefunden! Die Sache ist halt wirklich, dass er das Kästchen der Länge des Namens anpasst und dementsprechend halt immer wieder hin und her springt. Ich frag mich, wie Leute das wirklich gecentert hinbekommen. Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Sauberei! Moment, wie genau machst du das nochmal? Machst du das auf einem bestimmten Bereich im Bildschirm oder das komplett Center, Dead Center vom Gesamtbildschirm aus? Nee, es ist eigentlich ist es schon, also ich hatte Scorgis Namen als einzigen drin, weil er das Test halber gemacht hat. Spielt als Lisa, okay. Warum bin ich jetzt Lisa? Egal, bin ich Lisa, okay. Weil jemand, wo es ist manchmal random. Ja. Seinen Namen habe ich halt wirklich in der Mitte gemacht, aber unten in dem Kästchen drin, wo jetzt der Name da ist. Du hast gerade in-game gelabert. Warum? Eigentlich sollte das nicht funktionieren. Rede ich gerade die ganze Zeit, hallo? Am I talking all the time? Do you hear me? Ja, du redest die ganze Zeit. Warum? Entschuldigung. Drück mal einmal alt. Du bist gerade auf Dauersendung oder so. Oder? Ist es jetzt aus? Ja, jetzt ist raus. Nee, vielleicht funktioniert es besser, wenn du es centerst vom Gesamtbildschirm her, anstatt nur von dem Kästchen. Hilft mir jemand bei der Shotgun? Nee, es ist vom Gesamtbildschirm gecentert. Oh, okay, gut, dann. Deswegen, das ergibt ja keinen Sinn. Schade. Dann habe ich nichts gesagt. Ich wurde gerade gefragt übrigens, ob ich YouTuber bin oder so, weil ich halt so eine Sachen gesagt habe. Ja, wir sind knallharte Fragen. Ich bin Twitch-Streamer, wir streamen gerade. Ito. Also willkommen auf Twitch. Wie viele Abos? Shoutouts, schöne Grüße. Warte. Wie viele Follows? Keine Ahnung. Boah, Alter, immer diese Follow-Geilen. Ja. Wollen immer wissen, wie viele Follows du hast. Ja. Keine Ahnung, wie man sieht, aber. Es gucken nicht gerade viele zu, also alles gut. Schön, dass mein Name jetzt die ganze Zeit unten steht. Ja. Soll ich genau. Meinen wieder hinstellen? Aber der ist halt, nein! Aber der ist halt nicht zentriert, nein. Das ist halt die Sache. Das meine ich halt. Irgendwie muss ich mir da noch mal ein bisschen mich belesen, damit das Kästchen auch immer größer, also genau gleich groß bleibt oder so. Jemand hat sich neben mir transformiert. Bin tot. Ja, schnell. Hast du auch gesehen, wer es war? Bin da verbluten. Nein. Gar nicht. Ich habe noch nicht mal drauf geachtet, ob ich Inno bin oder nicht. Ich glaube, das merkst du, wenn der dicke Kreis unten in der Mitte ist. Ja, stimmt. Außerdem, warum sollte dich dein Mit nicht Inno angreifen? You win some, you lose some. Kann auch passieren. Die letzte Sicherung. Warum? Falls man denkt, das ist der Falsche. Ja, bitte.
Die Frage ist, wem wollen wir jetzt zugucken? Ich bin für den Joker verschnitten mit dem Grünen. Wer war's? Also Lisa ist gestorben und weiter weiß ich nicht. Ja, RIP Laberbacke. Habe ich die anderen Runden auch die ganze Zeit in-game geredet? Nein. Ach, da habe ich, glaube ich, irgendwie aus diesem Reflex von zum Beispiel CSGO und so habe ich immer wieder Alt gedrückt, weil ich irgendwie schleichen wollte oder so. Und deswegen habe ich wahrscheinlich dann immer so Push-to-Talk-mäßig gemacht. Aber jetzt war ich auf Dauer senden, warum auch immer. Du benutzt Alt zum Schleichen? Nee, ich weiß es nicht. In einem von den beiden Spielen ist irgendwas mit, ist auf jeden Fall auf Alt. Glaube ich. Wir spielen zu wenig. Ich vergesse schon die Steuerung, Leute. Lass gut sein. Momentan muss ich mich an die Steuerung von Star Citizen gewöhnen. Und alter Schwede, ist das so viele Knöpfe. Ich darf ja nicht so wirklich viel zum Spielgeschehen sagen und damit ich nichts irgendwie verrate oder so. Weil ich gucke jetzt nicht direkt Scorgy zu. Kannst dich ja mit mir so lange unterhalten. Nein, ich unterhalte mich lieber mit Charlie, die redet gerade so viel. Ja, es tut mir leid, ich bin ja nebenbei immer noch am Arbeiten. Ja, nee, alles gut. Ich würde ja gerne erzählen, was ich hier schreibe. Ich meine, natürlich, ich kann verstehen, wenn man mehr oder weniger der weiblichen Bevölkerung lieber zuhören möchte, weil die haben natürlich eine angenehmere Stimme. Aber ein bisschen beleidigt fühle ich mich dann trotzdem. Bin ich nicht auch ein Mädchen? Mal sehen, Schatzi, Herzi, das eine war doch ein Spaß. Eine Weiblichkeit ist in der Stimme vorhanden. Dankeschön. Und mit mir nicht. Amy, du bist gerade nicht im TS. Ja, das war... Ah ja, McBlas. Du könntest nur mit ihr reden. Wasserglas-Senpai-Chan gibt's immer noch. Ein bisschen gewachsen, aber es ist immer noch Wasserglas-Senpai-Chan. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Darf ich fragen, wie es zum Namen kam? Oh, ich habe, glaube ich, immer wieder erwähnt, dass ich ein Glas Wasser dabei habe. Und irgendwer hat das dann mal gesagt, irgendwie, ja, das ist dein Wasserglas-Senpai-Chan oder so. Okay. Ich glaube, das war erst Wasserglas-Chan. Und dann hat irgendwer das Senpai noch mit reingesetzt. Hier ist eine Schrotflinte. Und irgendwann hat das Glas steht über dir, ist dir klar. Ja. Und irgendwann hat Shireen sogar einen Jingle dazu gemacht. Den habe ich einmal abgespielt und McBlan nur so, what the fuck war das? Und seitdem habe ich das nie wieder abgespielt. Oh, schade. Mir egal, das uns nicht daran hindern zu komplizieren. Entschuldige, Amy, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Uns nicht daran hindern, zu kompliziert. Also das soll uns nicht daran hindern, uns zu unterhalten, selbst weil das zu kompliziert ist. Ich kann mich mit dir auch über den Chat unterhalten. Sie meint, glaube ich, kommunizieren und nicht komplizieren. Okay, ja, kommunizieren. Ja, das ergibt Sinn. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Also, je nachdem, bei wen du dich gerade entschuldigt hast. Naja, bei Amy dafür, dass ich sie nicht verstanden habe. Danke, Charlie. Ja, ich helfe gerne. Nee, natürlich, wir können die ganze Zeit kommunizieren. Schreib einfach in den Chat und ich reagiere drauf. Dafür ist der Chat ja da. Und ich finde, das sieht so viel besser aus, wie ich es jetzt habe, anstatt dass ich einfach diesen weißen Balken von Chat einfach einfüge. muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch viel besser. War ich der letzte Überlebende? Ja. Also, bis jetzt finde ich dein neues Overlay finde ich gut. Ja, finde ich auch. Also, ist auch gut. Ich sag mal so, schlechter als das alte ging ja schon fast gar nicht mehr gefühlt. Das war ja nun wirklich sehr rudimentär und alles. Ja gut, momentan das war die letzte Runde für Defeat dann. Genau. Hast du Freitag den 13. schon installiert, Charlie, Schätzchen? Warte, ich gucke, Schätzchen. Und wenn, dann hast du noch Zeit dazu, weil ich mache eine kurze Pause. Er ist bei 36%. Bei 36%, okay. So, kurze Pause, umgewechselt. Jo. Also jetzt erstmal ein bisschen Just Chatting, oder wie? Sieht so aus. Es dauert aber gefühlt eine halbe Stunde, bis die Nachricht kommt und bis ich die geschrieben habe. Also wann sie ankommt, das siehst du ja bei mir hier. Deswegen habe ich auch gerne den Chat drin und auch dauerhaft, damit die Leute halt sehen,
wann ihre Nachricht ankommt und ob ihre Nachricht ankommt, weil früher hat ja der Twitch-Chat unheimlich viele Nachrichten gefuttert. Moin, Servus. Hallöchen. Moin, Servus, Moin. Willkommen, Weird Philly. Willkommen beim Stream. Schön, dich zu lesen. Gut, Scotty ist gerade abgehauen oder bist du noch da? Okay, ja. Er macht Pause. Aber der wollte mal kurz wohin. Ja, er hat gesagt Pause. Dementsprechend machen wir mal eine kurze Pause. Bin aus der Runde gerade, hab dich gekillt. I'm sorry, mate. Ah, okay, wir haben, waren gerade in der Runde. Ah, cool. Nice. Sehr schön, willkommen im Stream. Ich wollte gerade halt echt nicht die ganze Zeit labern irgendwie in-game. Warum auch immer war der plötzlich auf Dauer senden und ich weiß nicht warum. Also es tut mir leid, dass ich da irgendwie mit meinen Co-Moderatoren hier irgendwas gelabert habe und das ist nicht zentriert und so, so eine wieder Geschichte. Da. Willkommen zurück. Ist wir waren gerade in deiner Runde. Genau, das sind die beiden, die gerade mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich die ganze Zeit rede und mich gefragt habe, ob ich denn auf YouTube bin. Na dann, hallo. Ich weiß nicht, wollen wir eigentlich, also zu Freitag den 13. wechseln ist ja noch nicht möglich, wenn Charlie noch am Runterladen ist. Machen wir dann einfach die Seed weiter? Ja, sorry. Oder? Ach so, ja. Weil können wir ja theoretisch machen. Aber kann 43%. Ich wieder anmachen. Also, bei was? Bei 43? Ja, 43. Das heißt, eine Runde sollten wir noch hinkriegen. Und dann sollte es bei dir, glaube ich, endlich durch sein. Und dann können wir Freitag der 13. spielen. Cool. Bailey, pass auf! Ja! Stream Sniper! Stimmt! Oh mein Gott! Transition wieder rüber. Zur Gruppe einladen. Nee, wir machen hier heute den Halloween-Stream, den traditionellen, mittlerweile im dritten Jahr mit dem Fail-Squad. Und Charlie, du gehörst ja quasi, wie gesagt, dazu für mich. Also dementsprechend. Oh, sehr lieb, dankeschön. Wir müssen mich zur Gruppe ein. Hm? Lad mich zur Gruppe ein. Hab ich schon. Achso, ist schon. Übersehe ich immer. Das übersieht man immer so leicht. Du meinst, das sieht man nicht so gut? Oh Gott, Alter. Nee, im Grunde müsste ich Charlie einfach nur in sämtliche Gruppen mit einladen und dementsprechend, und dann ist sie ja so vollkommen im Fail Squad mit drin. Oh, Spiel gefunden. Aber ja, gut, wir suchen ja gerade auf Englisch. Okay, Faillord, du bist jetzt ein Gott. Bin ich? Oh Gott, okay, das ist ein Komma dazwischen. Okay, nichts gesagt. Oh. Masi, gib mir bitte ein heiliges Dankeschön. Dankeschön. Okay. Aber verlange jetzt nicht, heißt, dass ich irgendein Altar für dich baue. Also nicht noch einen zusätzlichen als den du ohnehin schon von mir hast. Warte, was? Das darf doch keiner wissen. Heißt das, ich muss mich jetzt umbenennen von Fail Lord in Fail Gott? Ich meine von einem Lord. Eigentlich, da fehlt ja noch der Fail King dazwischen. Erst war der ich Fail Kaiser und der Fail Diktator. Was? Ja, nee. Nicht Diktator. Nee, du kannst dich auch als Genie bezeichnen, wenn du willst. Na, ich hab mich ja früher selbst als Meister des Fails bezeichnet und. Ein Genie. Und irgendwann hatte mich ja dann Eule Curry als Fail Lord bezeichnet. Und dementsprechend habe ich den Namen ja dann irgendwann angenommen. Ich baue dir einen heiligen Grabstein. Okay, Amy, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich wollte gerade sagen, willst du mich irgendwie vorher killen, damit ich einen Grabstein brauche? Hello. Hello. Vielleicht will sie dich ja auch mit dem Grabstein killen. Du musst ja nicht unbedingt tot sein, um einen Grabstein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder im Ingame geredet. Oder so. Nee. Can I have the shotgun? What? Achso, sie will die Shotgun. Gegenmittel! Da ist ein Mädchen mit im Spiel. Das geht ja gar nicht. Was? Mädchen? Ich höre ein Kind. Ich höre ein Kind? War das kein Mädchen? Glaube nicht. Oh Gott. Hätte denken können, das ist eine Mädchenstimme. Oder ein kleiner Junge, ja, man weiß es ja manchmal. Ja. Nein, aber zum Thema Halloween. Ist ja alles das Gleiche. Ist alles das Gleiche. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Oder? Oh mein Gott. Habe ich gesagt, das ist alles das Gleiche? Ach ja, noch so ein schönes Halloween-Poppy. LGBTQ. Kamera. Ich meine natürlich nicht, dass das alles das Gleiche ist.
Haley, wo bist du? Ich habe Angst. Ich bin verwirrt. Aber das ist keine Location. Wohl, du könntest ein Monster sein. Nee, bin ich nicht. Ich war bisher noch nicht einmal Monster. Auch jetzt nicht. Das nervt. Zeig mal, dass du eins wirst. Ich will TTT spielen gerne. Mal sehen. Nee, das klingt gut. Und nicht mehr rennen. Naja, ich sag mal so, wir müssten theoretisch nur noch unseren Server fertig kriegen und dann... Ich arbeite dran. Wenn du irgendwie Hilfe dabei brauchst oder sowas, oder Motivation oder sonst was, versuche ich dir gerne zu helfen, wenn ich irgendwie helfen kann. Ja gut. Ja bitte, T. Ich mach ja so gut wie ich kann. Ich hab auch bloß eine Laune. Oder wenn du theoretisch Laune brauchst und einfach nicht alleine zu Hause daran rumfriemeln willst und das auch von mir aus machen kannst, kommst du einfach hier rüber und arbeitest an meinem Rechner und hast wenigstens nebenbei Gesellschaft und bist nicht alleine. Also, oder ich komm zu dir. Solange du. Ja, danke, Amy. Auf also den nächsten solange, Raum! Danke, Weird Philly, fürs Folgen! Also, solange ich Putty habe, kann ich das von überall aus machen, rein technisch. Das habe ich ja damals schon mal installiert. Ja, dann könnte ich das auch bei dir mal machen. Dann kannst du zugucken. Also, Alex, ein bisschen mit Alex ist infected. Was? Ich bin infected? Nein! Und es wird gerade noch nicht angezeigt, aber MXRCYY-. Danke fürs Folgen. I think it's Nina. Somebody said it was Hans. Yeah, I think it's Nina and Hans. Nina und Hans? Wer bin ich? Scorgi ist Hans. Somebody drink the blood. Nina ist safe. Ach, bin ich Nina? Nina? Oh, danke. Danke, Scorgi. Did you scan her? Yes. I scan her and she's safe. Und Matrix. She's infected. Und Matrix SL. Danke fürs Followen. Why is she shooting me? Das Problem ist, wir brauchen drei Leute. Soll ich auf irgendwen schießen? Ja, auf den Typ da unten. Damit Treppe? Wir den rausholen. Der an der Treppe? Ja. Hab ich gemacht. Keine Sorge, Amy. Musst dir nicht leid tun. Ich kann's dir nur verstehen. Ich meine, TTT macht Spaß, wenn es ja mitspielen willst, zugucken, was auch immer, dann. Ja, ich beeile mich. Keine Sorge. Kam jetzt eigentlich das Overlay für meinen Follow-Alert immer die ganze Zeit? Ja. Okay. Du meinst Benjo, den der Benjo, genau. Säumchen zeigt? Ja, der kommt. Me again. Ich hab auch ein Follow-Alert. I think ich laufe gerade die ganze Zeit einfach nur verwirrt im gleichen Raum rum. The girl with the Nina or Lisa. Ich hab noch keine Sicherung gefunden. Ich auch nicht. Ich denke jetzt Nina. Warum denken die immer noch, ich bin? Lisa, Nina is safe. I scanned her. Lisa, because she always kills me. Very weird, man. Lisa is killing me. Ja, ich spiele auch gerade weird. Da kann ich ihm wirklich zustimmen. Every time she kills me. Maybe Hans lied when he scanned. No, I'm just a bit confused. I'm sorry. Every time she kills me. Ja. So voll sad. Ab wann ist das Spiel? Offenbar ab 6. Ja, verstehe. Somebody Moment, drink the blood, das stimmt, es sind Blutboxen drin, also dementsprechend ja ab 6. Okay, Alex hat gerade jemanden Blut trinken hören. Also der, nicht der mit dem Nicknamen Alex, sondern der Dominik. Der Ingame Alex hat gehört. Dabei spiele ich doch gerade gar nicht. Dam, dam, da! Ja, wie gesagt, was Ingame Alex, drin? Der eigentlich Dominik heißt. Feli, nee. Feli, ja komm, ja. Schnell! Da ist eine Todesspritze drin. Die. Nein! Oh.
Ja, jetzt ist die Frage. Ist Legend richtig? Ich weiß es nicht. I'm not sure. Habt ihr ihn abgeknallt oder? Okay. Did someone transformed? So, zum Ausgang. Das war, hat jemand transformiert? Ja, wahrscheinlich das kleine Kind selber. Weil der gerade gefragt hat und keiner von uns dreien hier. Ups. Aua. Sorry. Und raus! Jo. Nice! Sieg! Wir haben es geschafft! Glückwunsch! Charlie, wie sieht's bei dir aus? Moment. Ich habe gerade den Satz hier zu Ende. Ich bin bei 80%. 80%, okay. Heißt, dass wir machen erstmal. Ich habe den Text fertig. Runde. Sehr schön. Ist dir überlassen. Jetzt muss ich ihn nur noch auf Computer abtippen und dann online. Also von mir aus können wir gerne noch eine machen, dann haben wir ja jetzt nicht irgendwie Leerlauf oder sowas drin. Gerne machen. Auf geht's. Soll ja schnell sein. Tada! Arktis. Moment, muss gerade was klären. Die Snow. Spooky Chat. So. Weil das war gerade so ein bisschen. Eine Freundin ist in Berlin und es war gerade so: wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay. Weil sie noch nichts Konkretes geplant hatte. Hä? Ah. Das ist die gute Tine. Ah, cool. Mhm. Liebe Grüße. Werde ich dann ausrichten, das ist... Feylord, erstmal oberkörperfrei in der Arktis, kein Problem. Und ich habe gerade mein Messer auf meinem Handrücken gehabt. Ja. Immer noch besser als mit Ballonschwertern oder was es sein soll? Ja, genau. Ballonschwerter. Ich hoffe, ich rede nicht wieder dauerhaft im Spiel. Nee. Also am Anfang sind sowieso alle gemutet. Oh Gott. Der ist, gemerkt, wir haben das kleine Kind wieder dabei. Hallo. Ja. Ja, gemerkt bei der Runde mit Weird Philly und McFly. Okay, I heard it too now. Wie spricht man das aus? Was genau? I mean, Nina. Von den beiden, die gerade Stream-Snipen waren. Achso. Ja, der eine Name war ein bisschen kompliziert, das stimmt. It was 10 seconds ago. I was not here 10 seconds ago. What are you talking about? Do you have detective? Ich mag seinen Akzent. Hier ist ein Shotgun. I want the shotgun. Auf jeden Fall ein schöner Akzent. Nee. Das Schlimmste, was ich bis jetzt hören durfte. Alle wollen jetzt einen Shotgun. Feli, ran da. Please. Ran da und. Nein, nicht. Jetzt. Ran da, Feli. Ja, aber ich mach doch. Aber warum auch immer? Nicht aufmachen. Du solltest an den Kasten ran, damit ich für dich aufmache. Ach so. Sorry. Blood is missing here. Guys, blood is missing here. Blood is missing here. So if the blackout is gonna be now, if we know, it's gonna transform. Wir wissen, wie das Spiel funktioniert, Junge. Oder Mädchen. I've got camera too. Ah, ich hab mich voll erschreckt. Kleines Kind, Alter. Junge, diese Kiddies. Und der eine Typ ist mega leise. Ja. Und irgendwie auch am Dauerlabern. Der klingt wie so ein Radio irgendwie ganz weit in der Entfernung. Ich brauch immer noch einen Radio-Voice-Modulator. Das ist so eine, I hate with that sound when it's called. Eine Radiostimme. Hab eine Sicherung gemacht. Die zweite gefunden. Where are you? Ich sehe ein Monster. Ein großes Problem. Gott, wo ist er? Shit. Ich will die ganze Zeit mit R nachladen. Kannst ja auch, wenn du noch Munition hast. Do you see who it was? No. We need the inspector kit.
or the scanner. Inspector Kid. I want the scanner. I'm gonna scan Nina. So, ich hab ne Wiederbelebungsspritze. Sehr gut. Freddy, aber komm mal zu dem Scanner. Du sollst dir das schnappen, bitte. Jo. Also vor den Kasten und ganz viel E-Spam. Bereit? Jo. Los. Hab ich. Scannina. Soll ich dich skinnen? Hans oder Nina? Wen Hans soll ich scannen? Nina? Ich bin's nicht auf jeden Fall. Also skinnen würde ich hier auf jeden Fall keinen. Das ist scann ich einfach mal, please no. Okay, please no will nicht gescannt werden. Denn Dominik. Ist Rachel innocent? Dann scannt Dominik. Der labert mir zu viel. Mir wird nichts gezeigt. Ach, das ist schon vorbei oder was? Ich weiß nicht, ich habe ihn gescannt und dann. I don't know. Auf dem Bildschirm steht es meistens. But you scan her. Ich spoiler nicht. Yeah, but I didn't really see it, sorry. Nein, ich habe meine Wiederbelebungsspritze leer gemacht. Oh nein. Wie denn das? Hast du sie selbst reingenommen? Ich hab's ausgetauscht mit einer Kamera. Wir dürfen nicht rennen, das ist das Problem, dann sehen sie uns. Ah, verstehe. Dann ist eigentlich ein Wunder, warum ich überlebt habe, weil ich die ganze Zeit rumgerannt bin. Ja, sollte man lieber nicht. We gotta get fun some pieces, bro. Also ich bin auf jeden Fall jetzt ziemlich suspicious. Ich weiß, weil ich gescannt habe und nicht gesagt habe, was ist, weil ich es halt nicht gesehen habe, weil ich doof bin. Da hat sich jemand transformiert? Scheiße! Ja, hat mich. Also Rachel ist es nicht. Okay, Scorgi war also Inno. Wo ist denn der Kasten? Nee, da ist der Kasten. Nina habe ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, Rachel ist es nicht. Das Kind irritiert mich mit der Stimme. Ja, das stimmt. Das ist so nervig. Ich bin tot. Zum Glück höre ich hier nur ganz leise im Hintergrund, aber das ist sowieso ganz witzig, weil, ja, der Stream läuft halt relativ leise im Hintergrund. Oh boy, Doppelung. Doppelung? Ja, aber das ist für mich. Nein, das ist bloß bei mir und für mich. Achso, wenn du den Stream nebenbei anhast. Ja, erstens das und zweitens Doppelung in meiner deutschen Sprache. Mir wurde gesagt, man sollte die eigene Sprache. Ich kann dir sagen, warum. Ja, wegen dem. Weil sie beide Monster sind. Ah ja. Das, ich hab's nicht verstanden, das interessiert mich. Was hast du gesagt? Dir wurde gesagt, bla bla bla. Hä? Er hat den Satz nicht beendet, ihr habt dazwischen gequatscht. Entschuldigung. Ich hab den Faden verloren. Ach, schade, das hat mich jetzt echt interessiert. Hab allerdings auch vergessen, worum es nochmal geht. Ja, same. Absolut. Ich war gerade die komplette Runde komplett verwirrt einfach. Ich weiß nicht warum. Ich war komplett brainlag-mäßig drauf. Wenn wer im Chat aufgepasst hat, was ich gerade eben noch gesagt habe, dann bitte nochmal rephrasen, dann könnte ich. Ja. Vielleicht kann ich da meinen Gedanken zu Ende. Ja gut. Wie weit ist der Download? Achso, Entschuldigung, Moment, ich gucke. Müsste eigentlich jetzt durch sein. Ist durch, ja. Durch. Nice, ja. Das heißt, wir können jetzt Freitag der 13. spielen. Am Donnerstag, dem 31. Ich wollte gerade danach gucken. Siehst du? 13 und 31, nur die Zahlen vertauscht. Oh, wow, Mensch. Das ist ja fast Halloween, aber das ist doch ein anderer Killer. Dieses Kind irritiert uns alle. Manchmal sind Kinder recht irritierend, das stimmt. Ja. Aber wahrscheinlich wirken wir Erwachsenere so auch auf die. Warum machen die das? Warum essen die nicht nur Süßigkeiten? Ich muss mal pinkeln. Meine Aufgabe wird, das Kinder zu verstehen. Entschuldigung, es hat mich gerade mitgerissen.